Wunderschönen guten Abend, ihr Stalkers da draußen. Ja, du hast ja gemerkt, dass ich rede, oder was? Willkommen zur zweiten zur zweiten Folge Aufstieg eines Stalkers. Letzte Folge haben wir da hinten irgendwo am Feuer aufgehört. Ich bin jetzt hier rüber gewandert. Und habe ein paar Aufträge angenommen, ein bisschen Schrott verkauft, ein bisschen was eingelagert in Sidos Kiste unten. Ich glaube, wir müssen noch irgendwas essen. Gibt es gute alte Brot heute zum Nachtisch? So, und jetzt beschäftigen wir uns ein bisschen damit, was wir hier so machen sollten. Ne? Wir haben ja so eine Dokumente einsammeln. Einmal hier und direkt drüben beim Armeeposten. Da ist ja unsere Ausgangslage eigentlich ganz gut. Außer, dass es keine gute Idee ist, einen Armeeposten anzugreifen. So, was haben wir hier? Hier sollen wir scouten. Hier sind die anderen Dokumente. Dann können wir hier noch ein paar Tiere erschießen. Und dann ein Versteck plündern. Und dann wird es vermutlich für uns in Richtung Sümpfe gehen. So viel zum Missionsbriefing vorweg. Ansonsten war ich hier auch schon unterwegs. Ich bin ja von hier gekommen und kurz hier rüber gehuscht. Zur Vehicle Station. Und da hatte ich dann natürlich ein bisschen mit Banditen zu tun. Und also ich weiß nicht, was mit denen los war. Da hatte ich das Problem, von dem ihr mir berichtet hattet. Die haben ja nur keine starken Waffen. Ne? Bei den Militärs habe ich das verstanden. Aber die haben mich mit einem Schuss einfach weggerobt aus ihren komischen, zerkloppten Pistolen. Ne? Die haben ja nichts Ordentliches, ja? Hat übel gezeckt. Also, dass die Sache natürlich im Auge behalten, weil da war auf jeden Fall heftig. Und ich habe mich ganz schön geärgert. Ja, da war ich fast wieder froh, dass ich in dem Moment nicht aufgenommen hatte. Vitalik, was ist mit dir passiert hier? Oh, das sieht nach einem harten Abend aus. Vitalik, komm schon, Mann. Ah, scheiße. Vitalik. Ah, guck mal. Das müssen wir jetzt testen hier. Ah, ich bekomme wenigstens Schrott raus. Was war das jetzt? Oh, da ist wieder irgendwelche Sturm, der nicht hätte sterben sollen, oder nicht? Okay, 9x18 ist gut. Ich habe nämlich aus Versehen unsere Pistolenmunition komplett zerlegt. Ja, wollte ich jetzt nicht neu laden, weil das sind Dinge, die muss man akzeptieren, die sie sind. Okay. Ansonsten möchte ich gerne Geld sparen, dass wir uns einen ordentlichen Anzug kaufen können. Guck mal, die können wir uns jetzt, glaube ich, in die Weste stecken hier. Hallo. Gibt uns ein bisschen mehr Panzerung. Aber wirklich nur geringfügig. Ja, da gibt es dann noch eine verbesserte Variante von und dann noch eine verbesserte. Und die kann man natürlich auch durch Zufall finden. Ne? Als ich das auch getestet habe, das Custom Pack hier, dann gleich zum Anfang so ein Rüstungsteil. Das ist schon ein satter Bonus. Vielleicht kam mir das deswegen auch nicht so vor. Ich weiß nicht mehr, ob ich das dabei hatte. So, okay. Wie machen wir das am geschicktesten? Da hinten ist ja irgendwie immer ein Minenfell, ne? Was haben wir so für Munitionstypen? HP? Ah, das lohnt jetzt nicht so richtig, ne? Müssen wir wahrscheinlich mit leben, dass wir nur FMJ haben. Ich hab schon Ärger? Alter, wo kommen sie denn her? Oh, wo denn bitte? Völlig klar. Ich weiß nicht, also du hörst ja auch absolut keine Schritte von den Gegnern, ne? So, wenn die Exos anhaben, dann hört sie dir das an, als ob eine ganze Baustelle neben dir aktiv ist. Aber so normale Stiefelgeräusche gibt's ja nicht irgendwie. Und wo kam er jetzt her? So völlig selbstverständlich vor dem Ort, wo ich gerade war. Hat er im Zelt gelegen? Wieder diese bescheuerte Mucke. Stand er hinter dem Holzhau? Er kam doch hier aus der Ecke. Oh, fuck. Jetzt hat er aber so eine Pistole. Der
Hätte es ihm beim ersten Mal, hat er das jetzt nicht gemacht, weil? Du hast ein Stück Fleisch verloren, Junge. Aber es ist trotzdem immer nur einmal Holz. Metall, meine Fresse. An den Sandsäcken steht schon mal keiner, hier oben anscheinend auch nicht. Ah, doch. Und der Kollege an dem G ist, glaube ich, auch da. Müssen wir warten, bis er Essenspause hat. Ja, da ist ein Fuß. Junior Sergeant Sinny. Ja, dann ist es immer am besten, hier ranzugehen, weil ich glaube, das MG, das ist nie besetzt, falls es überhaupt nur eins ist. Ist er dann immer da, was ja auch übel Sinn macht, aber da ist immer keiner. Ist das schön, wenn man speichern kann, wie man Bock hat, ey. So, können wir den hier schon rausnehmen? Ich glaube, der petzt doch immer nicht, weil das so ein stationärer Kollege ist. Oh, fuck. Drei haben wir. Das finde ich ganz cool, dass die so dann so um sich gucken und nicht wissen, was los ist. Nein, Emo. Oh, das ist schwer, Ersatz. Da ist er am Zaun. Oh. Oh. Jetzt wird's heiß unter meinem Baum. Oh, oi, oi. Mir kurz verarzten. Ich blute bestimmt, ich hab das Interface aus, dann sieht man das ja immer nicht. Da ist Bewegung. Da ist noch mehr Bewegung. Oh! Ah! Ah, dieses Gehänge, Alter. Das ist unfassbar. Wir müssen unbedingt die Waffen reparieren. Scheißdreck hier, ey. Ja! Genau, Digga! Genau, genau! Ja! Kein Bock auf so ein Bullshit! Ihr seid so eine Pimmel, Junge! Originale Nischkönner. Wo will da einer schießen, Alter? Da ist niemand! Aber es fliegt dir ja alles um die Ohren, Mann! Ja, vielleicht noch ein paar mehr Ladehemmungen einbauen. Das macht nämlich richtig Bock. Ist das ein Schwachsinn? Das wird einfach nur immer mehr. Ja! Ja, ist doch in Ordnung, Kollege, Alter. Oh, ich habe einen Kopfschuss bekommen, aber darf weitermachen. Was so, Alter? Zwei sogar noch. Vielleicht ist ja auch einer nur zum Boden gegangen. Hallo? Da unten?
Mechaniker haben wir erwischt. Eigentlich jage ich den jetzt bloß so hart, weil ich unbedingt möchte, dass das aufhört hier mit der Musik. Wir haben sogar ein bisschen AP. Oh cool, das ist nett. Ey, was ist das für ein Schrott? Es kann nicht immer alles permanent klemmen, Alter. Ich darf die Waffe nicht anlegen. Und ich rutsche auf der... Ey, ist klar, Alter. Ist in Ordnung, Mann. Fahr ich hier ein scheiß Skateboard oder was? Ja, ist gut. Ist in Ordnung, Mann. Verarscht mir doch weiter. Oh, was ein Glückstreffer. Boah. Lächerlich. Einfach nur lächerlich. So, das wird jetzt hier bestimmt eine Weile dauern. Das hier alles auszuholen aus den Leuten. Das ist bestimmt unter uns das Versteck, wa? Das war der einzige Moment, wo ich Glück hatte in dem Kampf. Alles andere musste sich wieder hart erarbeitet werden. Oh, meine Lebensenergie, ey. Das hier ist auch kein Geschenk gerade. Aber ich mag immer so gerne Maschinenpistolen. 74N. Ja, das muss ich mir nachher auswerten. In Ruhe. Das ist das Einzige, was mir dann aufgefallen ist, was so ein bisschen negativ ist. Dadurch, dass du ja jetzt alles kaufen kannst, brauchst du ja diesen ganzen Trödel mit dem ich sammle Waffenteile und Rüstungs... Dinge nicht mehr, für was sammle ich das? Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Ultimative jetzt finde und das reparieren muss, das, ich glaube nicht, dass ich das mache. Ja, kann ich mir nicht vorstellen. Es ist ja einfacher, sich eine coole Waffe zu kaufen und einen Anzug. Ich brauche eigentlich auch keinen Schrott sammeln. Naja, ich mache es erstmal. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Wir sehen uns gleich wieder. Ich plündere mal die ganzen Kollegen. Das wird ja doch ein Momentchen dauern. So, ich bin auf dem Rückweg. Ich habe uns eine moderne Waffe organisieren können. War auch so das Einzige. Die haben sonst alle echt so ihre Standarddinger dabei. Aber das Teil war da drunter. Ich glaube, das ist ganz nett. Hat ein 45er Magazin. Allerdings halt fast kaputt. Da müssen wir mal gucken, was wir machen. Ja, Dokumente habe ich auch gefunden. Und jetzt muss ich aber erstmal kurz ins Dorf den ganzen Krempel irgendwie abladen und verkaufen. So, okay. Abgeladen ist alles. Ich werde jetzt hier den Touristenquest noch mit annehmen. Weil irgendwie müssen wir ja schwunghaft Geld verdienen. Wo sind die Kollegen am Anfang des Dorfes? Ja, da kommen sie schon. Euch sollen wir also ein bisschen rumführen, ja? Okay, dann versuchen wir das mal zu erledigen. Wir müssen mal gucken, weil... Ich muss sie ja nicht die ganze Zeit mit rumschleppen, ne?
Mal gucken, ob die hier liegen bleibt. Wenn nicht, haben wir halt Pech. So. Weil mit dem Ding brauche ich ja nicht spielen, wenn ich sowieso nur ständig eine Ladehemmung habe, dann macht das nicht so richtig viel Sinn. Und ich finde, das erste Geld sollte in unseren Anzug fließen. So, lasst uns mal gucken, wo die Jungs hier hingeführt werden wollen. Ob wir das so ein bisschen mit unserer Route zusammenplanen können. Ja, natürlich wollt ihr ans Ende der Welt. Das Gute ist allerdings, dass das hier so ist, wenn es abgeschlossen ist, verschwinden die einfach und du bekommst die Kohle. Du musst die nicht wieder zurückbringen. Und dann als nächster Anlaufpunkt entweder Sümpfe halt, weil wir die ganze, es macht schon Sinn, dass wir kurz einen Abstecher in die Sümpfe machen, die Quests abzugeben, um dann irgendwie vielleicht zur Müllhalde aufzubrechen. Mit ein bisschen Glück haben wir bis dahin auch ein paar Mutanten erlegt, weil von denen sind bisher erstaunlich wenig unterwegs. Dass wir auf der Müllhalde die Mutantenteile an den Fleischer da verkaufen können. Was ist denn das hier? Ey, wie bescheuert? Ich habe auch immer noch keine Lampe, ne? Ach, guck mal hier. Ein schwarzer Rucksack im Schatten. Oh, nett. Und nochmal ein Kochtop. Oh, schon wieder 1,2 Kilo, ey. Oh. Das kann man sich... Also Bier ist geil gegen Strahlung. Macht ein bisschen satt. Na los. Das muss man schon pflichtbewusst mitnehmen. So, dann geht's als nächstes nochmal zum Dings, weil wir da erforschen sollen. Denn dahinter das Mutantennest. Ja, 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 okay. Alles klar. Zone Navigation is on. Ich hatte gerade kurz gedacht, dass hier schon wieder neue Banditen rumhängen. Sieht jetzt für ihn schön mistig aus, ne? Aber ich glaube, das erfüllt seinen Zweck. Und unsere alte, die war ja auch schon ganz schön runtergehunzt. Da müssen wir erstmal mit dem leben, was wir so bekommen. Oh, der Zoom ist gar nicht so schlecht. Boden! Oh, ey. Alter, wie viele ihr seid! Ja, ist klar. Aber ihr bissen werden darfst du nochmal. Wie war das mit den Mutanten? Sind ganz schön wenig. Komm schon. Einer lebt, glaube ich, noch. Der haut gerade ab. Ja, gut erwischt eigentlich. Da gab's auch, guck mal, da gab's auch direkt die Kohle für. Na, dann lasst uns mal sammeln.
Eine Leber, eine lecker Leber. Kann Oma nachher machen mit Zwiebeln. Oh, das kam aber überraschend. Hätten die jetzt nicht angefangen zu schießen, wäre ich mies drauf gegangen. Achso, du wurdest fremd erschossen, oder was? Nee. Wer ist der tapfere Stalker eigentlich? Ich will ja Maniac. Und sie, Sir? Daniela Pinocchio. Ein cooler Name. Basiskosten 67.000. Mir wird ja angeboten für 92. Weil ich ein guter bin. Vielleicht schaffen wir das ja, unsere Fraktionswerte bis dahin auch noch ein bisschen hochzudrehen. Vielleicht bekomme ich den ja bei Clear Sky auch günstiger. Naja, das werden wir bald sehen. Jetzt checken wir erstmal noch kurz hier drüben aus. Das ist ja noch ein Punkt, den wir besuchen sollen. Dann liefern wir die Boys ab, die hier ihre Anfängertour machen mit uns. Den haben wir ja auch nicht vermittelt irgendwie. Aber manchmal lernt man ja auch durch Zugucken, ne? Ist ja. So lernt man ja erstmal am meisten. Mit ich am besten die lernt er bis. Oh nein. Ach, siehst du. Ich dachte jetzt, hier kommt ein Therapeut. Das ist doch scheiße, ey. Los, Jungs, kommt schnell her. Nicht draußen verrecken. Ist das hier nicht gut? Zählt nicht, ne? Oh. Ach, erzählt das doch. Ich hoffe, die anderen Beben bleiben drüben. Ja, ist okay. Mal kurz ein Feuer an hier. Die anderen Beben sind hier stehen geblieben. Und irgendwer ist anscheinend schon draußen gestorben. Ach, ich hoffe, die überleben das da. Ja, hab ich mir gedacht. Alles fair, Tutti. So, die Sache ist gut überstanden. Ich habe unsere Maske mal geflickt. Und natürlich sind die Safari-Boys gestorben. Die haben da hinten irgendwo an der Tür festgeklemmt. Die Clowns hat den Kindern gesagt, dass sie sich Schutz suchen müssen. Den Anfängern. Es ist uns natürlich wieder ein bisschen Beute durch die Lappen gegangen dadurch. Und Goodwillenspunkte. Irgendwer will mir angreifen. Banditen. Nein, ich möchte erst gucken, ob diese beiden Jungs hier was liegen lassen haben. Ja, die sind hier echt an der Tür hängen geblieben. Oh, die haben aber gut Moon bei. Was macht ihr denn hier, ey? Hier liegen auch Tote. Alter, was ist hier los? Alter, was? So, nochmal. Das war jetzt extrem komisch. Dann sind hier jetzt einfach Banditen gespawnt oder was? Warum seid ihr alle draußen und helft nicht drin? Xenotech, du lebst noch. Wow. Was für Skills. Oh, eine Tots. Eine Schuffel da haben wir auch noch nicht.
Hier ist noch so vieles am Argen. Okay. Gut, Leute, dann mache ich mich jetzt auf den Weg Richtung Sümpfe. Weil da haben wir dann mehr zu tun. Nee, Quatsch. Ja doch. Sümpfe. Erstmal Sümpfe. Bis gleich. Ah. Ja. Zurück in den Sümpfen. In der Zwischenzeit, während ich gereist bin, ein bisschen Kuchen besorgt und Kaffee. Und hier, oh, hier ist er ganz annehmbar jetzt gerade. Ich bin jetzt hierher, weil ich dachte, ein Versteck in der Nähe. Ach, hier wird geklettert. Interessant, wie du das machst. Na, stecken wir mal ein. Ich habe gerade noch ein Versteck in Cordon geplündert. Da war eine Desert Eagle drin. Aber nicht ein Schuss und den Munitionstyp habe ich auch noch gar nicht gesehen. Die 357er Moon. Oder 375er. Hm, ja, so. So. Hier sind Neutralisationsaufträge. Das sieht ganz sahnig aus. Zwei Banditen auf einer Stelle. Ich glaube, das geben wir an. Hier nehmen wir Mutanten. Stecke. Viele Verstecke hier in den Sümpfen schon aufgetaucht. Gucken, was hier so abgeht. Ach, guck mal. Ob das da ankommt? Oh, oh, oh. Das ist, ey, guck mal. Oh. Irgendwas haut hier gerade ein Mauspad nicht hin. Upsi. Ich habe HP-Rounds. Warum nicht? Kommt her. Nee, nee, nee. Ihr klaut mir jetzt nicht hier mein Essen. Aber da waren da zwei dicke Wildschweine bei. Wo sind die? Ohne Badehose rennen. Die Schurken. Egal, wir bauen die Teile. Zack. Oh, guck mal, da haben wir sie ja noch. Oh, ja, 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 ja. Leute, bald gibt's fette Auszahlung. Fette Sau wollte mir in Wasser schubsen. Wo sind deine Kollegen, die Wildschweine? Da, 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 da. Die haben sich davon ja nicht beeindrucken lassen, Leute. Also, dann sieht man die nicht mehr, ne? Oh, oh. Ah, der hat noch gelebt. Oh, fuck, das war's. Oh, oh, oh. Ich habe gedacht, das erste ist umgekippt. Ich lasse es mal so. Die sollen ein bisschen herkommen, dann muss ich nicht so weit doofen. Und die anderen lassen sie wieder Zeit jetzt. Ja. Da ist eins. Ja, das ist natürlich übel, wenn du mit der kaputten Waffe versuchst, so eine Viecher zu jagen. Da kann man sich immer richtig anscheißen jetzt schnell. Ich hasse das. Shit. Ja, na klar. Ja, ist klar. Mann, das ist aber auch so eine Scheiße, wie lange das dauert, bis er irgendwas in die Hand nimmt. Ach, komm. Er rennt ja jetzt nicht mehr, weil er blutet, ja. Ja, das ist so ein Penner manchmal. Also das weiß ich nicht, was das ist. Dass er ewig braucht, um die Waffe anzulegen. Also bis das überhaupt ausgelöst wird. Wo ist die Sau? Ich hab Angst, dass mir jemand mein Fleisch klaut.
Oh. HP-Munition sei Dank. Oh, da wird der Fleischer sich freuen. Und wir uns bald auch, weil wir dann Klamotten haben. Sehr geil. Nebenbei haben wir den Quest auch noch erfüllt, hier diese Mutantennest zu zerstören. Mal Fleisch irgend. Oh, und ein Safe. Jetzt müssen wir mal gucken, jetzt gibt es hier bestimmt gleich ein paar Renegados, die uns das Leben schwer machen. Guck mal, der Tod schon der erste rum. Na, wir versuchen uns mal noch ein bisschen. Speichern wir hier nochmal. Ich bin aufgeregt. Da läuft er ganz links, schwer zu sehen. Ist der eins hier? Ah, ist das ein Söldner? Guck mal hier vorne. Das halte ich jetzt aber für. Machen die da? Dreck von Waffen. Das ist scheiße. Das ist echt nicht, das ist nicht gut. Mann, ihr kann doch nicht ständig eine Hemmung haben, Alter. Steht da hinten irgendwo. Oh, Alter! Was da hinten rumrennt? Ich muss, wenn wir in der Basis sind, unbedingt medizinisches Material kaufen. Man kann sich ja drauf verlassen, sobald man die Speichern-Taste drückt, dass dann ein Schuss ausgelöst wird irgendwie. Ich weiß nicht, was zum Anfang los war. Ich finde die Optik voll, das funktioniert für mich richtig gut. Aber das scheint zwischendurch sehr unpräzise zu sein. Okay, wir müssen weiter ran. Ena will sich ja hier wieder verstecken. Was ist denn der Hund? Zwei Stalker so, ja?
Na klar, komm hier durch. Anscheinend ein bisschen zugelegt. Und jetzt gibt auch keiner mehr einen Mucks von sich. Aber der gehört nicht dazu. Tauchen wir gleich wieder neben uns auf. Wodka lass ich mal hier, das wiegt alle zu viel. Was ist das? Powder Can. Die kann man hier nämlich nicht mehr zerlegen. Irgendwas haut damit hier hin. Endlich! Eine Granate. Der ist in dem Container! Das sieht mir so auf den Sack, ey. Ja, siehst du ja nicht drin. Ja, der muss. Ja! Niemals! Niemals! Niemals, ihr dreckiger Camper, Alter! Dann kriegen die Binnen da unsere erste Granate, oder was? Ich lade euch ein. So. Der sah ober richtig nach Anführer aus, ne? Der eine Typ hier. Den ist richtig zerrissen. Jetzt darf ich hier nicht rennen, oder was? Ist klar. Achso, ich bin überladen. Ja, Vladi. Sonst hätte der nicht einfach nur so einen Namen. Wird Zeit, wird schwerer zu essen. Ihr wisst schon, ich bin Sammler. Boah, ich schreck richtig. Bitte, jetzt kommt wieder so eine Horde Katzen oder sowas. Der muss jetzt natürlich. Oh, Gauss-Munition. Ist das hier? Okay. So, 28 Schuss stehen uns zur Verfügung für den Auftrag. Mal gucken, ob wir hier irgendwie Sichtkontakt generieren können. Guck mal. Mikas beaten. Seid ihr beiden das? Okay. Jetzt heißt es wieder irgendwie einen Stein finden, ein bisschen Deckung. Ne? Ah, 15.000. Der andere nimmt mal direkt den Platz ein hier. Was?
Hab da einen schönen Haufen gebaut hier. Oh, das ist cool, dass man hier angezeigt bekommt, ob die verschlüsselt sind. So. Drop. Oh, ist das schön jetzt. So, ich mache hier nochmal kurz Rast. Und dann sehen wir uns gleich in der Basis wieder. Den Weg möchte ich euch jetzt mal ersparen. Was war das denn? Не высовываться, могут новые появиться. Haus des Horrors. Fand ich ganz gut. Hab mich ein bisschen erschreckt. Und es gab nochmal Fleisch oben drauf. Aber was und warum jetzt hier, ne? Auf jeden Fall ist die Sache erlöst. Gelöst. Mein Gott. Nein. Ich möchte nicht noch mehr einladen. Ja, wir hatten ja diese Aufgabe hier nachts, dieses Haus über Nacht aufzusuchen. Wir haben jetzt natürlich viele Erklärungen schuldig. Wo wollt ihr denn hin? Wie viele Stalker hier gerade unterwegs sind. So, jetzt sind wir auf jeden Fall nah an der Basis. Oh, ich hoffe, du hältst jetzt hier durch, mein. So, mal gucken, was wir hier verkaufen und abgreifen können. Erstmal wird ein Bischlei handelt. Oh, du kaufst diese Säcke, das ist ja cool. So, das geht ja alles an jemand anders, aber du kannst Kippen haben. Das kannst du haben. Das kannst du haben. Den kannst du auch haben. Junge. Bandagen haben wir 8. Brauchen wir tatsächlich nicht. Komm, dann kaufe ich dir erstmal alle Kits ab. Kommen wir günstig bei weg. Kannst du ein paar von meinen Schlaftabletten haben. Erstmal. Bisschen was hiervon. Was macht das eigentlich? Weniger Bluten. Erhöht Rüstung. Ist ja alles komplett anders, ja. 32er Psi-Resistenz. Ich gehe mir jetzt aber erstmal auf das Ohr hauen. Dann lasse ich uns die PDAs aufmachen. Und dann mal gucken, was so geht. Hat er den jetzt hier? Bietet er den auch an? Nee, er natürlich nicht. Ich brauche jetzt nicht nochmal was vom selben. Die Maske wäre auch cool. Ah, kacke. Ich habe gedacht, die haben auch so eine Anzüge. Was das hier für Maschinendingse gibt. So, für alle Leute, die sich für die Einstellung bei mir interessieren, da gibt es ja dann doch immer welche. Für die lasse ich das jetzt hier mal kurz durchlaufen.
Das hier sollte er übrigens ausmachen, sagt Matze. Matze sagt, das macht das aus. Was macht eigentlich Deep of Field? Ja, machen wir mal rein. So, und für alle, die sich dann auch noch für die Effekteinstellung interessieren, für die Shader-Dinger, die können hier nochmal einen Blick drauf werfen. Das Preset 2. Ich finde aber, also klar, die haben alle coole Einzeleinstellungen. Letztendlich ist es egal, weil man fuscht ja eh dran rum. Man kann sich ja jedes so anpassen, wie man braucht. Oder wie man es für geil hält. Das ist ja so eine krasse Geschmackssache. Und ich bin auch jedes Mal, wenn ich das Spiel starte, irgendwie dabei, wieder irgendwas zu verändern, weil es mir dann doch wieder irgendwie nicht gefällt. Und das ist so der unendliche Weg des Stalker-Moddings. Ja. Ich komme aktuell so mit klar. Und ihr müsst es mit mir genießen. Habt einen schönen Abend. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Oh, ich spiele Gitarre, Leute. Bin am Stissel. Ja, Mann, war episch.